So, moin moin und hallo. Willkommen zum nächsten Part von Stalker Clear Sky. Warum ich jetzt plötzlich hier bin? Ja, ich muss den ganzen Weg nämlich jetzt von da oben, wo ich eigentlich gerade aufgeräumt hatte. Ja, es war jetzt eigentlich irgendwie total sinnlos, was ich jetzt aber auch nicht wusste. Bin ich jetzt hier runtergelatscht und das Problem ist nämlich, ich verliere nämlich auch Ausdauer, weil ich halt einfach jetzt schon 10 Kilo über meinem Maximalgewicht bin. Und ja, und das Blöde ist jetzt hier, wo ich jetzt eigentlich bin, sollte eigentlich jetzt total die Action abgehen und ich hab's verpennt, weil ich ja noch woanders Action gemacht hab. Ach, ist ja cool. Hä? Ich habe doch jetzt gerade seine AKM aufgesammelt, oder nicht? Vorrat 12, Sachs, Hard, Cox. Ach so. Warte mal, gucken wir gerade mal. Okay, die haben beide den gleichen Zustand. Das Problem ist nur, ja, das ist halt schwer, das Also, Zeug. was kann ich für dich tun? 3,39 Kilo, okay, das. Erzähl mir von diesem Ort. Nein, ich will nichts handeln. Und Oder was warte mal. willst du? Handeln? Der müsste mir doch theoretisch 5000 Ruhe bei sich. Das ist doch genug, um sie zu verkaufen. Cool. Was verkaufen wir dem noch, den Kasper? Munition, na. VMG. Geeignet für Pistolen Walker. P9M. Was haben wir denn hier? HPSS1M. Ah, okay, das ist für die Viper 5. Und das ist für die Blablabla. Das heißt, ich habe wahrscheinlich nicht mal Munition dafür. Oder? Ah, doch. Okay, dieselbe wie für die Walter. Auch wenn die besser ist, verkaufe ich die jetzt. Denn das ist Munitionsverschwendung. In meinen Augen. Okay, handeln. So, gib mir dein Geld. Du gibst mir die Fora. Und was willst du? Denn für die Fora habe ich genug Monies. Und die Fora ist einfach cooler Wie als lange diese soll ich noch hässliche. warten? Whatever. Was willst du warten? Deine Schnauze. Habe ich jetzt ein bisschen an Gewicht verloren? Nö, nicht wirklich. Naja. Ach, ich will die nicht wegwerfen. Oder verkaufen. Das ist scheiße. Ach, und noch mehr Loot. Hier ist überall so viel Loot. Viper M, PMM, Jagdgewehr. Ja, schade. Wir müssen jetzt schon wieder auf Verstärkung warten. Also diesmal Jump Cut ich. Denn ich latsche jetzt nicht nochmal hier hoch. Dann, ja. Bis gleich. So. Ich habe auf den Ortskundigen warten müssen. Ja, genau. Genau, wohin soll ich dich führen? Zu deiner Basis gehen wir. Genau. Ah, endlich da. Du kannst deine Augenbinde ruhig abnehmen. Ich Wenn du weiß wieder in die den Suche Weg, zurückkehren meine willst, Güte, findest du ich mich habe hier. PDA. Pff, lächerlich. Zuerst. Okay, ich brauche hier in Clear Sky erstmal auf jeden Fall eine Kiste irgendwo, wo ich mein Zeug lagern kann. Was ist hier? Jetzt weiß ich, wie es fetten Menschen geht. Die schnaufen auch. Denen geht die Ausdauer auch noch vom Gehen weg. Ich Hallo! bin gleich da.
Hey, wie läuft's, Herr Alaskander? Nee, vergiss nicht. Ein Gut, was gibt's? Wenn du etwas anderes repariert haben willst, bist du hier willkommen. Hm. Repariere erstmal meine Rüstung. 72 Rubel. Oh, ich habe auch schon ganz schön viel Geld. Artefakte möchte ich keinen drin haben. Diese Gasmaske dient als Hauptschutz vor radioaktivem Staub und giftigen Chemikalien. Nachtsicht. 300. Nein, wir gucken jetzt erstmal noch, was es noch so gibt. Ich möchte die Verbesserungen jetzt nicht gleich alle raushauen. Wie ist der Zustand denn? Ach, der geht noch. Schnitzel. Hast du gerade Schnitzel gesagt? Oh, Schnitzel, das wäre jetzt echt was Geiles. Ich bin irgendwie in jedem meiner Let's Plays hungrig, kann es sein? Kann das sein? So, ich bin zurück. Hast du etwas für mich? Geld, richtig Geld. Geld. Oh, Geld, geil. Ha, sag ich ja. Zack. Verkaufen wir den Mist. Ich kann Essen nicht verkaufen an dem, okay? Aber ich kann das an andere handeln, stimmt. Machen wir die jetzt zu Geld. Die Genauigkeit ist... Ich denke mal, die Fundrate von dem Zeug ist höher. Aber ich will mal nachher noch gucken, vielleicht kann ich den Munitionstyp von der Viper M so verändern, dass er den die benutzen kann. Es geht ja bei einigen Waffen hier in dem Spiel. Oh ja, ich bin rich, bitch. Ja, okay. Hast du hier eine Kiste? Ich bin gleich da. Kannst du mir eine Kiste anbieten? Okay, dann nicht. Okay, hier ist auch keine Kiste. Die Atmosphäre in dem Spiel ist einfach wundervoll, finde ich. Vor allem hier so am Lagerfeuer. Hi. Hi. Bla 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 bla. Es Hallo, freut mich, Professor. Dich zu sehen, Junge. Für einiges ist. Nun ja, die Menschen. Ach, Junge, das. Und es freut mich, dich zu sehen. Wenn das alles nope. ist, werde ich mich wieder an die Arbeit. Ich bin erkältet. Immer noch. Aha. Nirgends Kisten. Oh, die will ich. Warum kann ich es nicht nehmen? Mit dem muss ich auch noch gar nicht reden. Ich muss zum Cordon. Cordon Play. Was mache ich hier? Ich will nach oben. Oben. Okay. Da. Ist eine Kiste. Oh, ich möchte irgendwo Zeug lagern können. Ach, warte mal. Der Cordon ist das, was bei Shadow of Chernobyl am Anfang ist. Also das Gebiet am Anfang von Shadow of Chernobyl. Das heißt, ich muss halt noch eine Weile mit wenig Stamina auskommen. Warte. Das Ding ist 50 Gramm schwer. Wow. Das ist viel. Okay, finde die Verbesserung. Ja, ich muss sie finden, aber ich... Ja. Ach ja, genau, wir gehen jetzt mal noch zum Verbesserungsguy. Willst du etwas reparieren? Was gibt's? Ja. Ah, cool. Na, viel Glück.
Was gibt's? Noch mehr Geld. Okay, die kann ich jetzt verbessern. Oh, 2000. Nachtsicht wäre halt schon echt was Wundervolles. Dann holen wir das auch. Aber Kevlar brauchen wir auch. Das hat uns ganz schön viel gekostet. So, Munitionstyp. Lauf wird ersetzt. Teile der Waffe können dann das neue 9x18. Genau, das wollte ich. Okay. Gut. Jetzt kann ich nämlich das ganze Munition mit meiner Viper 5 verballern. Feuerrate will ich nicht senken. Rückstoß interessiert mich nicht. Flachheit. Flachheit, ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Das ist wahrscheinlich, dass das Speed nicht so hoch ist. Ich will mal mein ganzes Geld jetzt noch nicht raushauen. Dann können wir die Munition jetzt mal verkaufen. Ah ja, nicht bei dem. Der Hannes könnte unsere Munition nehmen. Für 40 Rubel. Nimmt die uns denn überhaupt Gewicht? Ah, die paar Gramm. Nehmen wir ein bisschen von dem Essen, geben es ab. Nein! Alles mein Essen! Okay, ich habe mich umentschieden. Wir gehen jetzt gleich zum Jargon. Zum Cordon, meinte ich. Nicht zum Jargon. Zum Fachjargon. Wo bist du, Kasper? Ich muss doch zu dem. Was will ich denn? Wow. Ich repariere. Was gibt's? Vergissen. Was gibt's? Na, viel Glück. Gibt's denn hier noch irgendwas Cooles? Ich hab jetzt Nachtsicht. Das heißt, ich muss das dann nachher skillen. Haltbarkeit. Okay. Nein, wir bleiben mal jetzt dabei. Ich schätze, wir werden nachher auch noch cooles Zeug finden. Er findet, die Verbesserung ist nicht unser Hauptziel. Deswegen. Okay. Was brauchst du, Stalker? Ich brauche einen Express zum südlichen Bauernhof. Es ist doch der richtige, schätze ich. So. Gehen wir da lang. Zack, 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 zack. Ich bin ganz Ohr. Ich auch. Ich bin ganz Mund. Zum Cordon, bitte. Jupp. Erwischt. Sudley. Ich habe seit einer Ewigkeit niemanden mehr aus den Zümpfen gesehen. Und du bist genau neben einem Armeeaußenposten gelandet. Ja. Ein Stalker kann nichts anderes von der Armee erwarten als eine Kugel. Also wäre ich an deiner Stelle sehr vorsichtig. Ja, vielen Dank für die Info. Ja. Erstmal ein Quick Save noch. Oh Gott.
Schießen sie schon? Scheiße jetzt! Ich hätte... Okay, hier schießen sie noch nicht. Okay. Komme ich da lang? Ja, komme ich lang. Ja, säubert. Säubert eure Ärsche, ihr Schweine. Oh Gott, ich... Oh Gott, ich muss unbedingt auf den schießen. Nein. Oh! Fuck. Okay. Okay, ich bin des Todes. Okay. Okay. Ich bin der Armee entwischt und lebe noch. Schlampen. Ich musste nicht mal mein Loot wegwerfen. Kann ja nur besser werden. So. Waffe wegpacken, sonst machen die hier ein Theater. Ja, die Musik passt jetzt nicht mehr. So. Genau, jetzt können wir auch Items lagern. Hallo, schön dich zu sehen. Also, hallo! Wollen wir über das Geschäft reden? Nein. So, was lagern wir denn hier? Hallo, jemand zu Hause? Ja. Warte, was ist am leichtesten? Thunfisch 30, Diätwurst 50. Okay, Diätwurst hat... Entspann dich! Ah, Diätwurst ist schwerer, das heißt, sie hat mehr Kalorien. Das ist mehr wert. Okay, Touristenfrühstück. Jetzt, Komm schon, ein paar Medkits können wir auch noch lagern. Ein paar dieser Energy Drinks. Adrenalinausschüttung im Körper erhöhen. Das heißt, ich kann... Hallo, jemand zu Hause? Interessiert mich gerade nicht. Naja. Also. Danke fürs Zuschauen. Like and favorite if you enjoyed. Und ja, subscribed, also abonniert. Bitte. Komm schon, sag was du. Wenn es euch gefallen hat, natürlich. Also, bis dann. See ya. Arrivederci. Adios, amigos. Wir sehen uns im nächsten Part. See ya.